Hi Leute, heute möchte ich euch mal ein ganz besonderes Leckerli für alle Hechtangler unter uns vorstellen. Und zwar habe ich jetzt im Herbst die ersten Muster bekommen von dem neuen VMC Mustardtrick. Ich habe bei den ersten Versuchen ganz hervorragend schöne Fische damit gefangen. Und was genau ihr damit machen könnt und wie es alles aussieht, möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Drei Größen auf den Markt kommen in 10, 20 und 40 Gramm. Ihr könnt sämtliche Köder eurer Wahl damit kombinieren. Ich habe jetzt beispielsweise mal hier bei der 10 Gramm Variante den kleinen Churro von 13 Fishing vormontiert. Ich habe hier die 20 Gramm Variante mit dem Boomshad von Storm kombiniert. Und bei der 40 Gramm Variante für die ganz großen habe ich mir mal den Storm Curly Tail rausgesucht. Eure Köderwahl ist völlig euch überlassen. Ihr könnt es mit x-beliebigen Ködern kombinieren, ob mit Doppeltwister-Schwanz oder mit normalen Gummifischen. Hier ist eine ganz normale Shallow Screw vormontiert, die man jetzt hier leider nicht drunter sieht. Die haben in den Paketen ist grundsätzlich so ein kleines schwarzes, ich nenne es mal Schaumstoffplättchen. Wer etwas flacher fischen möchte, kann sich dieses Schaumstoffplättchen erst auf die Shallow Screw drehen und danach den Köder eurer Wahl oben drauf drehen. Ich freue mich tierisch auf den Sommer, die Köder zu testen. Ich habe jetzt mit dieser Variante, mit der 20 und 40 Gramm Variante, mit dem Curly Schwanz hier hinten dran, im Herbst ruckzuck 3-4 Fische gehabt. Ich blende euch mal so peu à peu welche mit ein. Ich freue mich tierisch damit, im Sommer die flachen Krautfelder zu beackern oder auch die tieferen Kanten in größeren Gewässern. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Mustardtrick wird dieses Jahr einige Fische bringen. Viel Spaß beim Testen. Ciao.